Der Heli ist beim Uhrturm abgestürzt. Haltet Ausschau nach Nikolai. Der Eingang ist blockiert. Sucht einen anderen Weg. Na gut, hier habe ich eine Pumpgun. Eine Pumpgun? Eine Pumpgun. Wo? Ja, da drüben im Lektor, kannst du haben. Pumpgun. Ich probiere die mal. Die ist gar nicht mal so übel. Mal so alle Waffen durchprobieren. Jo, hier geht's weiter, ne? Irgendwie gibt's hier gar keine Datensätze, komischerweise. Naja, Datensätze mitten in der freien Natur, das wäre auch ein bisschen merkwürdig. Ja, trotzdem ist ein Spiel. So, noch eine Splitter. Oh, ein Kraut, ein Kraut, ein Kraut. Etwas Unkraut. Für die Heilung. Okay. Guck mal, da ist schon ein Viech. Das müssen wir einsammeln. Und nochmal zwei. Viech? Ist doch kein Viech. Aber was haben wir hier? Eine Waffe. Leichtes MG. Nehme ich mal mit. Die ist nämlich ziemlich cool. Und da ist ein Zombie. Der ist, glaube ich, ziemlich aggressiv. Guck mal, hier ist ein taktisches MP. Pass auf, pass auf. Boom. Ja, wir sollten mit der Pumpe nur noch treffen. Das wäre ganz schlau. Ja, jetzt müssen wir hier diese Dinger finden, aber jo. Man erkennt ja, ja, man erkennt nicht viel. Guck mal, machen die nur mit dem Messer? Oder nur mit Nahkampf? Naja, weil die eben... Oh nein, ich bin infiziert! Oder auch nicht. Nein. Er hat dich Obwohl nur er gepackt. Mich eben gebissen hat. Er hat mich gebissen, ne? Ja, irgendwie teilweise beißen sie, aber infizieren dich noch nicht so ganz. Er hatte keine Zähne im Mund. Guck hier schon wieder, die Bertha hat irgendwie eben gerade wie so eine Leuchtfackel in die reingeworfen. Vielleicht bringt das ja irgendwas. Guck mal, hier ist eine Blend. Ja, toll, habe ich schon voll. Wo liegen die denn, die Dinger? Ach, da ist schon mal eins. So, haben wir schon zwei. Einer noch. Wenn ihr die letzte EMP-Ladung wollt, holt sie euch. Miss Nikolai. Wolfpack, erledigt ihn. Wir brauchen den EMP. Wow. Hier gibt es so viele Polizisten. Oh, jetzt bin ich wieder infiziert. Wieso denn das? Komm her. Hier ist schon ein Antispray. Soll ich benutzen? Ja, ja, klar. Ich hab keins. Oh, die Bertha. Guck mal. Das wird helfen. Nee, die Bertha hat mich geheilt. Ja, das kann die machen. Die, die hat jetzt so ein Ding. So, ja, nee, die hat mich vor dem Virus geheilt. Weißt du, die hat so ein... Ach so, ja toll. Das habe ich mir nämlich auch vergeudet. Ja, aber die kann das jetzt, so eine Fähigkeit. Das sind diese blauen Spritzen. Die hat mir die eben in den Arm gedonnert und ja, dann war ich wieder gesund. Ja, und jetzt habe ich halt mein Spray auch benutzt. Wenn sie das auf die Zombies macht, werden diese Zombies zu normalen Menschen und wir tun Unschuldige umbringen. Cool! Deckung, er hat ein Snipergewehr. Jemand muss uns Deckungsfeuer geben, damit wir weg können. Ihr Narren wisst doch gar nicht, was ihr tut. Jetzt hat sie mir schon wieder eine blaue Spritze in den Arm gedonnert. Allein getan habe, Kameraden. Vorher wusste ich wohl, wohin ihr geht. Vorher wusste ich von den wertvollen EMP-Geräten. Mein Kunde hat mir euren Kanal gegeben. Oh ja. Ich habe Gefechtsdaten für Operation Watchdog gesammelt. Und hier wart mir dabei eine große Hilfe. Natürlich will mein Kunde die Informationen und wird dafür bezahlen. Und niemand wird mich aufhalten. Hier drüben ist eine neue Waffe. Oh. Ich hab schon eine neue. Halbautomatisches Gewehr. Jo, hab ich schon. So, wo ist der? Überall irgendwie. Ja, in der Kiste hinten war auch noch was. Ja, wir müssen jetzt hier auf den Nikolai draufballern, ne? Jo, mach ich ja. Ich hab schon zwei Granaten oben reingeworfen.
Aber schon wieder gerade eine Lebensanzeige. Ja, der wird doch schon irgendwann drauf gehen. Ah, er ist ja schon da rechts. Das ist leichter als ich dachte. Ich habe die USS wohl überschätzt. Achtung, Zombies kommen. Oh nein, jetzt auch noch Zombies. Hey, Achtung, hier vorne ist wieder so einer, der leuchtet. Wo? Ach da. Das scheine sie. Oh, wow. Was war das? Ja, aber die hier, die infizieren, glaube ich. Oder? Der ist schon immer noch da. Bertha, wie wäre es mit Heilung? Nein? Okay. Oh. Ja, jetzt geh mal down. Endlich mal. Haha, daneben. Entdeckung! Ah ja, ich treff den gar nicht. Jetzt. Aber mal. Er trifft mich. Und er wirft Granaten. Oh, die Bertha, die hat mich geheilt. Die soll mich auch malen. Beziehungsweise ich hol mal das Kraut da drüben. Okay, ich werf einfach mal ein paar Granaten rein. Ich habe gezielt werfen. Boah, wie viele Granaten hat denn der Mann da oben? Er hat wohl ein ganzes Lager voll. Aber wir haben auch ein ganzes Lager. Ihr macht mir alles kaputt. Kaputt. Ihr macht mir alles kaputt. Oh, jetzt kommen neue Zombies. Immer wenn die Glocke da klingt. Wow, jetzt kommen aber glaube ich richtig viele. Egal, Splittergranaten for the win, bitches. No, jetzt bin ich schon wieder infiziert. Bertha! Oh. Danke. Erledigt jeden, der nicht zu uns gehört. Achtung, eine Granate! Eine Granate. Oh, schon tot. Ich schieße ihm in die Schulter und er verliert die Hand. Bertha. Wo ist denn hier? Selber? Sag mal, der Bertha, die soll mir helfen. Achtung! Vorsicht! Such dir doch deine eigene Bertha. Oh, die Tricks. Granate! Eine Granate! Ich bin gleich down, Junge. Wenn deine blöde dann Bertha musst du ein bisschen vorsichtig machen. Entdeckung. Da oben ist er. Jo, ich ja, weiß. Wie viel hält denn der Mann da oben aus? Keine Ahnung, ich habe schon so viel reingeschossen. Granate. Jetzt geht er, glaube ich, ganz nach rechts. Oh, jetzt hat er mich instant getroffen. Und nicht mal geschossen, weißt du? Egal, nimm so einer, du Pisser. Eieieiei. Schon ein bisschen unrealistisch. Der Mann, der kann. Ja, der kann cheaten. Ah, guck, du musst immer nur auf die Minimap gucken, dann siehst du es ja. Immer wenn er sich bewegt, siehst du den Pfeil da oben. Ach so. Guck mal, schon wieder voll in den Kopf rein. Nikolai hat keinen Vorrang. Zieht euch zurück und begebt euch gleich zum Kraftwerk. Wir müssen das Stromnetz deaktivieren. So, endlich mal. Aber der ist, glaube ich, immer noch nicht tot. Der ist halt nur geflüchtet. Nö, ja, der ist nur geflüchtet. So, hast du schon Munition genommen? Achtung! Ja, und hier...
ist so ein ganz besonderer Zombie gewesen. Okay, ich habe ihn gar nicht gesehen. Ach, Bertha, stellt sie sich direkt davor und jetzt natürlich bumm. Man, das Klavier spielt, obwohl da keiner dran ist. Pass besser auf. So, jetzt wurden nochmal alle geheilt und hier drüben haben wir die nächste ja, EMP. Ich aber nicht. Ach, du nicht? Hättest du doch was gesagt. Ja, ich bin der, wo am meisten Heilung braucht. Ich flänne schon die ganze Zeit rum wegen der Bertha, aber die macht ja nichts. EMPs sind eingesammelt. Geh mal weg. Warten auf Anweisungen. Wolfberg, das Management weiß nicht, warum Nikolai das tut. Er führt irgendwas im Schilde. Wir forschen weiter nach. Er führt was im Schild. Oh. What the lady? Oh, Kraut, ja, meins. Ja, nimmst du doch. Hallo? Niemand nimmt dir dein Kraut weg, Fuzzi. Mein krass. Was war das? Eine Kuh? Ja, das nennt man eine Kuh. Okay. Hier drüben ist ein bisschen Munition. Ja, ich war einfach an der Kiste, aber ich kann ja mal hingehen. Nicht übel. Ich kann ja mal vorbeigucken, ne? Oh, ich nehme die 4 Schuss halt noch mit, wo mir gefehlt haben. Und da sind Spezialeinheiten. Oh. Okay. Dann nimm doch mal so eine Splitterkronot und dann gucken wir mal. Der ist einfach einen Schritt daneben gegangen und dann hat es ihm nichts mehr ausgemacht. Sehr schön, alle weggeholt, außer den einen hier noch. Dem einen, da habe ich nur noch 2 Headshots gegeben, aber auch egal. Der steht halt immer noch. Boah, nein, da sind noch mehr um die Ecke. Oh, ich brauche ein Kraut. Du kannst dich doch unsichtbar machen. Nutz doch mal ja, deine Fähigkeiten. Ich kann mich ja unsichtbar machen, ganz vergessen. Warte, das mache ich mal. Kannst hingehen und die irgendwie von hinten angreifen oder so. Guck mal, der eine ist schon an dir vorbeigerannt. Aber ich kann sie nicht hinrichten. Es wäre irgendwie cooler, wenn ich so eine Meuchelattacke machen könnte. Das muss ich nachher nochmal machen, das will ich mal sehen, wie das aussieht. Wie Bertha, wie sie wieder abgegangen ist. Oh. In die Klöten, mein Freund. Hey, der geht schneller drauf, wenn man in die Eier schießt, als in den Kopf. Ja, wer nicht. Ist sehr realistisch. Können wir hier durch die Tür? Nope. Für was haben wir eigentlich noch jetzt noch die schwarze Karte? Ja, keine Ahnung, für schwarze Türen. Weiter, hier drüben geht's weiter, aber ich könnte mir vorstellen, dass hier ein Haufen Eingeweide rumliegen und etwas Munition. Perfekt. Hier liegt noch ein... Oh, eine Polizeiflinte. Mag jemand eine Polizeiflinte? Fuzzi, du vielleicht? Hier drüben, Polizeiflinte. Na, und hier ein Präzisionsgewehr. Hier drinnen ist wohl eine Sniper eh nicht so schlau. Vielmehr eine Flinte. Ja dann, alle hier hin und weiter geht's.